Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen DM-Haul. Und zwar gibt es ja im Moment zwei aktuelle Balea Limited Editions. Und zwar zu einem die Oktoberfestzeit Limited Edition und auch die Feel Good Limited Edition. Und da ich momentan einfach nicht in DM komme, habe ich meine Schwester gefragt, ob sie mir diese Produkte lieberweise mitbringen könnte. Denn sie ist ja umgezogen zu ihrem Freund. Und wenn sie uns halt besuchen kommt, fährt sie an zwei DMs vorbei. Deswegen dachte ich mir, kann sie das mir vielleicht mitbringen? Und ja, das hat sie auch lieberweise getan. Heute ist für mich Freitag, der 15. September. Sie war gestern hier, also am 14. Und eigentlich wollte ich die Produkte sammeln, bis ich zum nächsten Mal einkaufen gehe. Aber ich dachte mir, je nachdem gibt es dann die Produkte vielleicht schon nicht mehr oder nur noch in begrenzten Zahlen. Und deswegen möchte ich euch das heute jetzt ganz schnell zeigen. Und ich würde einfach sagen, ich starte, wie gesagt, einmal die Oktoberfestzeit Limited Edition und einmal die Feel Good Limited Edition. Die habe ich euch auch für mich gestern, also am 14. auf Instagram in den Stories gezeigt. Vielleicht habt ihr das ja gesehen, vielleicht auch nicht. Und da mir ja nicht alle auf Instagram folgen, mein Instagram-Account ist übrigens unten in der Infobox verlinkt, dachte ich mir, drehe ich dazu einfach ein kleines Video ab. Es wird kein langes Video werden, nur ein sehr kurzes Video. Und wie immer blende ich euch auch die Preise ein, denn ich habe den Kassenzettel natürlich von ihr bekommen. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich starte. Und zwar starte ich mit der Oktoberfestzeit Limited Edition. Da gibt es zu einem nämlich das Duschgel zur Oktoberfestzeit mit Orangenblüten und Vanilleduft. Und der Duft ist sehr angenehm. Er ist leicht, nicht zu süß, nicht zu vanillig. Es ist einfach ein total schöner, angenehmer Duft und nicht zu aufdringlich, irgendwie sehr leicht und angenehm. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann unter der Dusche riecht. Und freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Dann gibt es eben auch aus der Oktoberfestzeit Limited Edition die Body Lotion mit Orangenblüten und Vanilleduft. Ich finde halt auch das Packaging total, total schön mit diesen Rehen drauf und dieses Grün mit diesem Pink. Und ich finde das einfach total, total schön. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Body Lotion sein wird. Die Body Lotion, wie ich sehe im Moment, ist relativ dickflüssig. Und die Body Lotion riecht auf jeden Fall intensiver. Angenehm. Ich finde es total schön vom Duft her. Freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Und ich finde halt auch die Verpackung total cool mit diesem, Drehverschluss und sieht halt irgendwie aus wie so ein Fruchtquetschi für Kinder. Finde ich total genial. Und ja, die habe ich einmal gewollt. Dann aus der gleichnamigen Limited Edition die Handcreme. Die wollte ich auch unbedingt haben. Ihr wisst ja, ich brauche super viel Handcreme auf und deswegen durfte die einfach mit, weil Handcreme kann man nie genug haben, finde ich. Und ich bin hier auch sehr, sehr gespannt drauf. Und dann zu guter Letzt, ich glaube auch, es gab nur die vier Produkte, wenn ich mich nicht irre, habe ich hier das Balea Zopfbalsam noch, auch mit Orangenblüten und Vanilleduft. Dieses Zopfbalsam soll man halt ins handtrockene Haar einarbeiten und dann halt eben flechten. Ich denke, ich werde das auch einfach so als Pflege benutzen und bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und jetzt kommen wir zu der Feel Good Limited Edition. Da gibt es ja auch einiges. Habt ihr vielleicht auch gesehen, das Einzige, was ich aus dieser Limited Edition nicht habe, sind diese Masken, diesen kleinen Döschen, weil ich die relativ teuer fand und die mich alle nicht wirklich angesprochen haben. Aber zu einem haben mich angesprochen diese Pflegecremes. Da gibt es ja einmal die Variante Sweet Mango mit Mango Extrakt. Ich mag die Design super gern. Ich finde die super süß und super ansprechend irgendwie. Deswegen musste ich von dieser Limited Edition eben auch alles haben, bis auf diese kleinen Masken. Und dann gibt es eben noch eine zweite Variante und zwar Cool Melon mit Wassermelonenextrakt. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und ich werde jetzt einfach mal an beiden riechen, um einfach zu schauen, wie der Duft ist. Der Mangoduft ist sehr süß. Sehr süß und fruchtig, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und der Melonenduft ist sehr intensiv und stark. Es riecht nicht wie die normale Melonendusche aus dem Standardsortiment von Balea, sondern es gab mal vor ein paar Jahren diese Melon Tango, glaube ich, hieß die Limited Edition. Und ich finde, genauso riecht das, also relativ süß und werde ich auf jeden Fall benutzen und freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Dann gibt es da auch zwei Lippenpflegeprodukte und zwar Lippenbutter in Stiftform. Finde ich sehr interessant. Und zwar zu einem auch die Variante Sweet Mango mit Mangoduft für zarte Lippen. Freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Ob es von der Konsistenz her fester ist oder nicht. Und ja, ich meine auch, dass dieser Lippenpflegestift gefärbt ist. Also ich meine, ich habe da eine Färbung gesehen. Ja, der ist so gelb-orange.
Riecht total toll süß nach Mango. Oh, könnte ich mich reinlegen. Riecht sehr, sehr schön. Fühlt sich ein bisschen fester an. Also ich habe es jetzt nicht auf den Lippen probiert, sondern nur auf meiner Hand. Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen fester an, aber ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall testen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und einmal die Variante Muster einfach mit die Balea Lippenbutter in Fancy Pomegranate mit Granatapfelduft für zarte Lippen. Und ja, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, ich liebe Granatapfelduft und alles, was mit Granatapfel zu tun hat. Deswegen musste das auch mit. Und das ist ein roter Stift. Riecht auch sehr süß, aber halt auch sehr schön fruchtig. Ich würde sagen, beide geben so ein bisschen minimal Farbe ab. Also nicht wirklich Farbe, aber halt, also wenn man das jetzt auf der Hand so ein bisschen aufträgt, dann sieht man einfach, dass dieser Sweet Mango so einen leichten orangenen Schimmer hat und der Fancy Pomegranate so ein bisschen leicht rötlich schimmert. Also nicht wirklich Farbe, sondern eher so einen leichten Glanz, würde ich sagen. Und das mag ich sehr, sehr gern und werde es auf jeden Fall austesten. Und dann gibt es ja noch die drei Tuchmasken. Und ja, da durften auch alle drei mit. Und zwar einmal wieder Fancy Pomegranate mit Granatapfelduft für jede Haut. Die sollen feuchtigkeitsspendend sein. Ich bin sehr gespannt drauf, ob die dann auch so riechen wie die anderen Produkte. Dann einmal Sweet Mango mit Mangoextrakt. Finde ich auch sehr interessant. Werde ich auch testen. Und Cool Melon mit Wassermelonenextrakt. Ich bin da im Moment sowieso total der Tuchmasken-Fan und verwende eigentlich hauptsächlich nur noch Tuchmasken. Gestern, vielleicht habt ihr das auch auf Instagram gesehen, habe ich von Lush wieder Masken benutzt. Einmal die Cupcake auf die T-Zone und die Otifix auf die Wangen, weil die ja Feuchtigkeit spenden soll. Und ja, die fand ich wieder sehr, sehr gut. Da habe ich mich auch wieder sehr, sehr gefreut, das verwenden zu können. Und ja, diese Tuchmasken hier von Balea werde ich auf jeden Fall austesten und freue mich da schon drauf. Und hoffe natürlich, dass die nicht zu intensiv riechen, aber der Duft trotzdem wahrnehmbar ist. Und genau, das war es auch schon mit dem Video. Das waren die Produkte, die meine Schwester mir mitgebracht hat, die ich ja, mir quasi gewünscht habe, mehr oder weniger. Und genau, das war es nämlich auch schon von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ihr könnt mich gerne einmal hier kostenlos abonnieren. Und ja, falls ihr das schon getan habt, würde ich mich sehr über einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder auch einen Daumen nach unten freuen, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Und jetzt würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!